So, Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei meiner Terraria-Reihe. Vorneweg, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Und zwar finde ich, dass die Videos von Terraria mit 20 Minuten einfach zu kurz sind. Weil man kommt hier zu nichts. Ganz ehrlich. Es hat einfach keinen Sinn, hier alle 20 Minuten zu unterbrechen. Außerdem, praktischerweise sind für mich die Videos, die ich hier aufnehme, von der Dateigröße her sehr klein, weil das Game, wie ihr seht, grafisch nicht sehr anspruchsvoll ist. Das heißt, wir können eigentlich theoretisch immer eine Doppelfolge machen. Das heißt, wir werden immer so circa 40 Minuten pro Episode machen. Und ich denke, die Hardcore-Terraria-Leute unter euch, denen gefällt dieser Vorschlag. Die anderen denken sich bestimmt, oh mein Gott, 40 Minuten lang dieses komische Pixelbrei-Spiel. Ja, ihr müsst ja nicht angucken, sage ich jetzt mal ganz frech. Natürlich könnt ihr, ich lade jeden gerne ein dazu. Und während ich hier laber, renne ich schon wieder total im Scheiß rum. Ich habe eigentlich was ganz anderes vorgehabt heute. Die Sonne geht nämlich unter. Oh, Schleim. Hallo. Und während die Sonne untergeht, sollten wir besser auch untergehen. Und zwar in unsere Mine. Ah, verkackt. Wir gehen einfach mal runter und schauen, wie weit wir gekommen sind. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Wie schaut es im Inventar? Oh, so viel Platz haben wir nicht. Oh Gott, wir haben jede Menge Kacke dabei. Naja, egal. Wird schon reichen für heute. Jetzt gucken wir mal. Oh, Fail. Okay, auf jeden Fall haben wir... Hier waren wir schon. Und da war Sand. Und da haben wir aufgehört. Die Frage ist, was ist da oben? Fackel ausgegangen. Toll. Da oben ist ein Topf. Können wir da irgendwie hin? Natürlich können wir da irgendwie hin. Kann ich die Dinger ja nicht wieder mitten in den Raum setzen. Wo ist unser Dreck? Hier, Dreck. Noch mehr Dreck. Bacon Strips. Noch mehr Dreck. Und da war ein Topf. Und gibt es hier sonst noch was? Ist alles Stein, so wie es aussieht. Und da oben, oder? Ist das Silber? Ah, oh, fuck, das reicht nicht. Terraria Base Jumper. Oh, ne, das ist auch alles Stein. Und das da oben? Das sieht auch aus wie Stein, oder? Kann ich da irgendwo eine Fackel hinsetzen? Ne, das ist kein Stein, das ist Eisen. Und Eisen schnappen wir uns. Erstmal das hier alles wegmachen. Und dann können wir hier schön farmen. Yeah, Iron Ore. Ach, jetzt reicht nicht. Oh, sogar jede Menge Iron Ore. Und direkt oben dran ist Kupfer, sehe ich das richtig? Genial. Ein Glück, dass wir hier noch hergekommen sind. Oh, fuck. Hoffentlich ist nicht zu viel Wasser. Nein, es hört schon auf. Komm schon. Was ist da los? Ich hau schon 10 Jahre auf hier rum. Okay, ich kann das Spiel noch weiter spielen. Ich habe ewig Zeit. Ja, und jetzt noch dich. Perfekt. So, dann schauen wir mal, was wir hier zerstört haben. Oh, da ist eine Schatztruhe. Nice. Was gibt's denn da? Wieder diese dumme Wurfsterne, die ich nie benutze. Und ein Speer, den ich auch nicht benutze. Nice. Haben wir denn nicht schon? Ja. Oh, wir trinken. Die Schatztruhe nehmen wir wieder mit.
Und ansonsten gibt es hier vermutlich nichts mehr. Nein. Okay. Oh, haben wir ganz schön was überflutet hier. Ich würde vorschlagen, wir bahnen uns unseren Weg einfach hier oben durch. Vielleicht ein bisschen einfacher. Und sobald wir genug Eisen haben, machen wir uns mal eine Eisenpickaxe. Wie heißt denn das Wort eigentlich auf Deutsch? Ich habe es gerade voll vergessen. Oh, wo kommt denn der her? Hallo, mein lieber Freund. Wir müssen hier mal gucken, dass wir unseren Schacht weiterbauen. Nein? Nein, 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 nein. Böser Zombie. Komm mal ganz hier rüber. Ganz hier rüber, Zombie. Und jetzt schnell. Ah, puh, exzellent, Moonboon. Und hier können wir jetzt nämlich auch wieder unsere geilen... ja, okay. Wir müssen aufpassen, dass wir sind ja da voll runtergefallen letztes Mal. Dass das nicht wieder passiert. So. Oh, das ist gar nicht der Schacht. Wir sind zu weit links. Fail! Egal. Was ist denn eigentlich da rechts? Da ist auch eine Höhle. Lass uns das mal untersuchen. Ich glaube, da geht es nicht arg groß weiter. Das heißt, wir müssen hier weiter runter buddeln. So. Und dabei brauchen wir wieder Licht. Oh, und wir haben Kupfer gefunden. Wobei wir Kupfer ja eigentlich gar nicht mehr brauchen, oder? Wir haben ja schon jetzt alles aus Kupfer. Gibt es hier sonst was Brauchbares? Oh ja! Da ist ganz viel, was wir brauchen können. Jede Menge Kupfer und Eisen. Oh, geil. So mag ich das. Endlich findet man mal was Gescheites hier. Brauchen wir erstmal das obere ab, sonst kommen wir danach mal nicht mehr hoch. Ey, Schrift, geh weg. Ich sehe überhaupt nichts. Hallo? Okay. Ist aber eine Menge Kupfer. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nice, nice, nice. Aber dazwischen drin ist alles Stein. Wie sieht es hier drüben aus? Auch nichts mehr. Okay. So viel Eisenerz, ich glaube, wir gehen jetzt gleich mal nach Hause und gucken, ob wir uns schon was basteln können davon. Wäre schon geil. Ach doch, Kupfer brauchen wir noch für unsere Rüstung, ne? Genau, das war's. Okay, dann benutzen wir kurz den Speichern-Trick und gehen nach Hause. Und es ist Nacht. Oh mein Gott. Schnell alle Türen zu. Ach, jetzt ist der Guide da drüben eingezogen, oder was? Müssen wir nachher noch ein anderes Haus bauen. Roffel, what the fuck?
Iron Bar. Boah, 13 Stück, das ist doch mal ein Wort. 18 insgesamt. Dann haben wir Copper Bar. Jede Menge Copper Bar. Wunderbar. Statue can be placed. Ja, das brauchen wir noch nicht. Das machen wir später, wenn wir uns ein richtig geiles Haus bauen. Im Moment wird mich jetzt interessieren, ob ich aus dem Eisen... Ja, ja. Oh, aber keine Pickaxe. Warum? Toilet? Lol. Bathtub? Wie jetzt Badewanne? Mülleimer? Geil, voll die neuen Sachen am Start hier. Ja, aber warum können wir uns keine Iron Pickaxe bauen? Das wundert mich. Die ganzen Sachen brauchen hier nur 9, 7 oder 8 Dinger. Und wir haben 18 und trotzdem können wir uns keine Pickaxe bauen. Hm. Ich glaube, das recherchiere ich mal im Internet, wie viel die Pickaxe kostet. Und solange... Wir haben ja hier alles aus Kupfer. Nee, der Hammer. Aber der Hammer war kein Upgrade, der Kupferhammer. Das weiß ich noch. Von dem her bauen wir uns jetzt mal unsere Rüstung. Wir haben 52. Das heißt, wir bauen mal... Dich? Halt. Hier hin. Und wir bauen dich. Und somit haben wir 3 Defense. Naja, besser als nichts. Wir sehen aus wie ein Zombie in der Ritterrüstung. Yeah, ich bin der Zombie in der Ritterrüstung. Okay, was können wir noch machen? Wir können mal unsere ganzen Schatztruhen hier abstellen. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen mehr Platz. So. So mag ich das. In diese Schatztruhen machen wir was. Solange wir noch nichts verkaufen können, machen wir hier mal die ganze scheiß Waffen-Dings rein, die ich eh nicht benutze. Dreck brauchen wir da nicht reinmachen. Das auch nicht. Die Sonnenblumen wollten wir noch pflanzen gehen. Oh ja, das können wir jetzt machen, jetzt ist Tag. Das Ahorn brauchen wir auch nicht. Wow, loot all, deposit all, quickstack. Nice! Haben sie sich hier richtig was ausgedacht. Wir müssen mal noch ein bisschen Holz sammeln gehen. Und für den Händler, ich will jetzt den Händler, für den müssen wir noch ein Haus bauen. Und wie behindert habe ich eigentlich das hier angelegt? So. Wir gehen mal nach rechts, weil nach rechts gab es Holz und wir mussten da noch irgendwo die Sonnenblume hinsetzen. Das können wir alles mal heute machen. Wir haben jetzt Zeit. Noch voll dunkel, obwohl die Sonne schon aufgegangen ist. Hier ist also wieder der Underwater Bunny. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ich glaube, diese kleinen Bäume bringen nicht so viel Holz wie die großen. Von daher gehen wir mal weiter. Oh, nicht gesehen. Schleimig Schleim. Daybloom? What the fuck? So viele neue Gegenstände. Hier haben wir einen schönen Wald. Allerdings ist der auch nicht wirklich groß. Also mit groß meine ich hoch. Hallo Schleim. Ich habe jetzt 3 Defense. Komm doch her. Kannst gar nichts. Ist das Eisenerz? Ne, Stein. Und da geht's einen Berg runter. Und da gibt's große Bäume. Die nehme ich mit. Oh, und da gibt es noch größere Bäume. Nehmen wir die mit. Wow. Guckt euch das an. Wow. Brauchen wir ein Jahr, bis wir die gefällt haben. Oh nö, das geht anscheinend immer gleich schnell, egal wie groß sie sind. Geil. Dieses Acorn, Acorn, was auch immer wir da gerade einsammeln, auf Deutsch die Eicheln, kann man übrigens pflanzen, damit neue Bäume wachsen. Also falls ihr mal wirklich alles abgefarmt habt, benutzt einfach die Eicheln, dann wachsen neue Bäume. Wie viel haben wir denn jetzt? 167. Ah, dann machen wir noch. Holz kann man nie genug haben. Gerade für Fackeln und den ganzen Kack immer.
Okay, einen noch. Oh, oh, aber jetzt greifen die Schleime an. Jetzt müssen wir dann hier weg. Die. Oh nein, fail. Da schon die Korruption. Korruption. Sonnenblume. Daybloom. Sunflower. Machen wir den Baum hier weg. Du wirst dich hier nicht weiter ausbreiten, Korruption. Habt ihr gesehen, wie es gleich heller wird? So. Safe. Oh, das war jetzt vielleicht blöd. Oh. Oh. Obwohl, vielleicht gibt es hier was Schönes. Wir sind voll im verseuchten Gebiet. Boah, Abenteuer. Oh, da kommen wir leider nicht viel weiter hier. Ich glaube, das war keine gute Idee mit dem Abenteuer. Wir brauchen Dynamit, um nachher so ein Shadow Orb kaputt zu machen. Aber das ist alles noch weit weg. Deshalb gehen wir jetzt zurück. Wir haben die Sonnenblumen gepflanzt. Wir haben Holz. Wir bauen dem Guide ein Haus. Nein, nicht dem Guide. Dem fucking Händler. Der immer noch nicht da ist. Fuck you, fucking Händler. Die. Oh, seht ihr, was ich sehe? Ich hab's gesehen. Ich kann ja nicht buddeln, weil der fucking Fuckbaum im Weg ist. Nur ein bisschen, aber Kleinvieh macht auch Mist. Da drunter sind Steine, die brauchen wir nicht. So. Oh ja, du bist cool. Komm noch. Nein! Sag mal, so viel grüne Schleim auf einmal. What the fuck? Aber sie geben Geld und dieses Gel, dieses Gelee, das wir brauchen für die Fackeln. Oh, also ich muss echt mal meine nähere Umgebung hier ein bisschen absichern. Das ist ja wahnsinnig nervig. So. Jetzt haben wir Holz und können ein Haus bauen. Und das Haus kommt... Oh. Kommt hier nebendran. Genauso. Und es wird ungefähr genauso groß. Wo habe ich Holz? Ich weiß nicht, wie lang das ist. Wahrscheinlich auch Bums. Haha, Methode schon cleverer als letztes Mal. Oh, jetzt bin ich draußen. Vielleicht doch nicht ganz so clever. Hey. Physikalisch unmöglich. In Terraria geht's. Es schwebt in der Luft. Wir brauchen Tische, Fackeln, Wände. Wände haben wir, glaube ich, noch. Wir brauchen... Ah! Iron Pickaxe. Dafür braucht man Holz. Nice. Komm her, mein Freund. Geil, endlich. Dann brauchen wir... Kupferbahn habe ich schon wieder. Das stimmt ja. Werkbank? Nein. Wooden Table? Ja. Wir brauchen zwei Stühle. Ja. Check. Und zwei Türen.
Check. Und ein bisschen Holzwand. Wir haben zwar noch, aber... Das müsste rein. Hui! Ja, geil. Da guckst. Das wird viel schöner als dein dämliches Haus. Okay, wo sind die Türen? So, Hase gefangen. Mission abgeschlossen. Was haben wir hier noch? Woodwall. So. Haus fertig. Jawohl. Dann brauchen wir... Tisch und Stühle. Machen wir erstmal den Tisch, ist einfacher. Wooden Table. Zack, auf den Hasen. Und das hier. Zack. Und zack. Und Licht. Tada! Wunderschön, oder? Merchant has arrived. Sehr nice. Ich hoffe nur, der zieht es nicht hier drüben ein, der Kackbuhn. Wo ist er? Merchant, komm her. Er braucht es eine Weile, um herzulaufen. Ah, da ist er. Hallo, mein Freund. Endlich kann ich... Hallo? Shop. Endlich kann ich Sachen verkaufen. Wie zum Beispiel... Was will ich denn verkaufen? Den Goldfisch? Ein Good Snack. 2 Silber. Weiß nicht. Was wollte ich verkaufen? Bloom Seeds? What the fuck, was ich alles dabei habe? 48 Kupfer. Ah, hier mal. Die Kupfer-Pickaxe brauchen wir nicht mehr. Das Kurzschwert brauchen wir nicht mehr. Ach so, und die ganzen Waffen und der Kack, was ich da hinten in der Schatztruhe habe, brauchen wir auch alles nicht mehr. War es die letzte? Ja. Speer. Soll ich den mal aufheben? Vielleicht kann man aus dem noch was machen später. Ihr könnt da rein. Euch Pilze brauche ich später für Heiltränke. Genauso wie dich. Der Goldfisch, den machen wir weg. Clayblock kann eigentlich dann auch weg. Holz wird mit Holz kombiniert. Dreck. Dreck machen wir nachher weg. Silberbar. Okay, alles klar. Gott, schon wieder gleich einen Tag rum. Das geht ja ratzfatz hier oben. Merchant, Shop. Also, brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Speer brauche ich nicht mehr. Was brauche ich noch nicht mehr? Dreck brauche ich nicht mehr. Fisch brauche ich auch nicht mehr. Gel brauche ich, das brauche ich, brauche ich. Okay, ich glaube, das war's. Hier oben irgendwas? Nein. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. Halt, stopp. Halt, stopp. Was können wir eigentlich kaufen bei ihm? Mining Hermit. Oh, 8 Gold. What the fuck? Piggy Bank? Was spielt eine Piggy Bank? Eine Schweinebank? Iron Anvil haben wir schon. Oh Gott, das haben wir auch schon alles hinter uns. Okay, alles klar. Das war's vom Händler. Und wir haben eine Iron Pickaxe. Oh, die ist schon schneller, oder meine ich das nur? Ein Blick auf die Uhr. Ja, man macht Zeit. Die Nacht kommt, gehen wir wieder nach unten. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu tief fallen jetzt dann irgendwo. Kriegt man auf. Ah, puh. Oh nein! Oh Gott. Boah, da unten, da glimmert's. Boah, what? Aber wir graben uns hier auf unserem eigenen Weg runter. Jetzt muss ich gerade mal hier Dinge anbringen fürs nächste Mal. Okay, so ist das schon viel besser. Ein Torch bringt nix, hier ist nix. Oh, und jetzt testen wir die neue Pickaxe. Yeah. Schneller, aber braucht immer noch zwei
Zweimal Pickaxen. Oh, da unten ist wieder Matrix. Seht ihr das? Ich habe Angst, weil ich nicht weiß, was da runter ist. Auf zum Atem. Wow, so viel Cobweb. Braucht ja kein Mensch. Was bist du? Plinkroot Seeds. Da unten sind noch mehr Plinkroot Seeds. Das ist Kupfer. Oh ja, die Pickaxe geht schon mehr ab. Okay. Brauchen wir diese Blinking Reeds für irgendwas? Wow. Oh, hier blinkt ja überall um uns rum. Ich glaube, da wissen wir besser, wo die Höhlen sind. Dafür haben sie das eingeführt. Oh, ich sehe was, was ihr nicht seht. Oh, und ich bin runtergefallen. Fail. Ne, jetzt echt. Komme ich jetzt nicht mehr hoch. Wow. Ziemlich großer Raum. Da hinten ist Silber. Da unten ist Wasser. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, da gehen wir lieber rechts rum. Oh, da ist auch Wasser. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt sind wir so richtig schön in den Höhlen irgendwie angekommen. Hallo Schleim. Go away. Ja, oh, was für ein hartnäckiger Schleim. Oh, geht's noch? Ja, mach's gute Trottel. Ist das Silber? Ne, das ist Stein. Puh. Okay. Komm ich da hoch? Bestimmt. Oh, nee, so nicht. Erstmal hier ein bisschen das Gebiet erkunden. Da unten ist auch wieder Silber. Hier ist jede Menge Clay. Spider-Man! Okay. Und da ist der Jackpot, würde ich sagen. Jede Menge Eisen. Oh, wir haben auch eine höhere Reichweite jetzt mit der Pickaxe. Wir können jetzt drei Felder vor uns abbauen statt zwei. Wow, fette Beute, fette Beute. Oh oh. Geht jetzt die Fackel aus? Ja, das war klar. Go away, Schleim. Wenig wir abziehen. Lächerlich. Jetzt kommt er schon wieder. Zusammen mit einem schwarzen... Oh mein Gott, die verfolgen mich ja richtig. Out. Oh. Puh. Macht's gut, ihr schleimigen Schleimtrottel. Ich check mir erstmal das Silber hier ab. Okay, abgecheckt. Und, oh, habt ihr das gesehen? Fett! Wir sind auf den Checkpot gestoßen hier unten. Hier gibt es ja alles. Nice. Da links ist auch noch, oder? Vor allem, da sind so Edelstein-Dinger. Amethysten. Sind die rot? Ja, gell? Weg da. Nee, du da. Weg da.
Jawohl, Amethyst. Fett abgesahnt. Dicker Loot. Fette Beute. Okay, das war's hier. Da oben ist, glaube ich, nichts mehr drin. Ist da auch was? Rubin oder so? Sieht fast so aus. Topaz. Da gab es doch mal von Kellogg's. Kellogg's Topaz. Aber die schreibt man, glaube ich, anders. Wow, so viel Topaz. Da unten ist noch Ding. Ich habe es doch gewusst, als ich es gesehen habe. Krass, wir werden hier voll zum Diamantenhändler. Oder so. Wow, nice. Yes, brauchen nicht mal mehr uns da runterbuddeln. Und da ist wieder eine Höhle. Sehr interessant. Okay, da gibt's nichts. Oh, ist das Silber? Ja, das ist Silber. Da müssen wir leider hin. Silber können wir uns momentan nicht entgehen lassen. Nice. Sonst noch was? Sand? Aber nicht. Da oben auch nichts. Okay, wie schaut's? Wo ist unser Silber? 28, Eisen 47. Naja. Ist gut, aber noch nicht ausreichend. Wir brauchen mehr. Wo war hier noch Silber? Irgendwo anders war noch Silber. Auf jeden Fall ist unten noch Kupfer. Das nehmen wir auch noch mit. Oh Gott, die ganzen Schleime. Ich habe Angst. Ich brauche Dynamit oder Granaten oder sowas. Wie sinnlos das hier ist. Oh! Yeah. Ich habe den Trick raus. Komm schon, Schleimies. Keine Chance haben sie gegen meinen Mighty Boomerang. Hey! Ah! Okay, das reicht mir jetzt. Yes. Oh, Fledermaus. What the fuck? Da ist Silber. Seht ihr es? Boah, hat sogar jede Menge Silber. Geil. 23. Fett. Da unten geht's weiter. Sollen wir uns da mal hinwagen? Wie viel haben wir denn? Ein kurzer Blick. Joa, bisschen können wir noch, denke ich. Alles voller Stein hier. What the fuck? Oh, da ist Silber.
aber da ist auch ein richtig böser Abgrund. Da oben waren wir neulich. Oh! Hey, da ist ja ein Topf. Guten Arrow. Ey, da kommt ein Slimy. Das reicht leider nicht. Wo ist mein Dreck? Hier. Geil, so viel Cobweb. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass man das alles mal braucht, so viel, aber... Was man hat, das hat man. Also Leute, mit diesem geilen Eisen und dem vielen Silber, was wir haben, können wir uns nächstes Mal was richtig Fettes upgraden. Und da ist wieder Topaz. Unglaublich, was es hier alles gibt. Auf so engem Raum. Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Und da ist auch wieder Amethyst. War das alles? Ich glaube schon, ja. Gibt's hier noch was? Nein, das sieht nicht so aus. Jetzt müssen wir mal gucken, da unten. Das wäre das ziemlich tricky. Aber da können wir ja noch stehen. Oh, hier, seht ihr das? Da beginnt die andere Ebene des Untergrunds. Diese Höhlenschicht oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall gibt es da andere Musik, andere Hintergrundtexturen, andere Monster und anderen Loot. Hey, ich sehe ja gar nichts mehr. Jetzt. So. Jetzt gucken wir uns mal noch kurz das Wasser an da unten. Hier, Äste kommen ja gar nicht runter, die Naps. Ich kann ja gar keine Fackel benutzen unter Wasser. Das macht Sinn. Okay, aber es sieht nicht so aus, als würde es hier was Interessantes geben noch. Ich setze mal da noch eine Fackel hin. Und damit gehen wir zurück an Anfang. Und es ist wieder Tag. Herrlich. Ich mag es, wenn Tag ist. Und dann gucken wir mal, wo unsere Silber und Dingsbums Eisenbrachen sind. Komm schon. Kupfer, Kupfer auch. Halt, stopp. Zwölf, nice. Da könnten wir uns theoretisch den Kupferhelm jetzt machen, aber jetzt warten wir erstmal. Oh, geil. 32 Eisenbarren. Ist auf jeden Fall was wert. Ein Kessel? Cooking Pot? Ey, wow. Alter, störe mich ja nicht. Tür zugeheilt. Ey, hast du den Händler in Ruhe? Ich glaube, es geht noch, oder was? So, Cooking Pot. Für was brauchen wir den zum Kochen? Oh, so viele geile Sachen aus Eisen. Silber haben wir inzwischen auch ein bisschen. 16. Kriegt man da schon was für? Oh ja, kriegt man. Silver Pickaxe. Very fast speed. 54%. Oh, jetzt haben wir gerade die Iron Pickaxe gemacht. Bin ich hin und her gerissen. Ich würde sagen, aus Silber machen wir uns dann lieber mal das Schwert. 11 Melee Damage, 8 Fast Speed, ja komm, drauf geschissen. Silberschwert. Und wir haben immer noch so viel übrig, dass wir noch was anderes machen können.
Aber Rüstungen können wir aus Eisen machen. Oh, wir können so viel machen, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ein Iron Hammer, Iron Axe. 45% Axe Power. Hm. Die Qual der Wahl, würde ich sagen. 9. Wie viel haben wir noch? 32. Ja, komm. Das gönnen wir uns jetzt mal. Iron Axe und Iron Hammer. Da kommt schon wieder so ein verficktes... Boah, geil. Jetzt teilen wir richtig Schaden aus hier. Okay. Wie sieht es jetzt mit der Rüstung aus? Ich würde sagen, wir machen uns mal noch den Kupferhelm. Oh, den Kessel. Ich will den Kessel. Ich weiß ja nicht, was er bringt. Aber jeder Menge braucht einen Kessel. Also halt, machen wir nachher. Kupferhelm, Kupferhelm, Kupferhelm. Da war. Da, stopp. Zurück. Copper Helmet. Ja. Oh Gott, sehen wir scheiße aus. Aber da muss man wohl durch am Anfang. So, kann ich jetzt was kochen? Bitte. Sieht nicht so aus. Anscheinend ist ja nur Deko. Wayne. Mal noch kurz zum Händler ein bisschen was verkaufen und das war's dann. Händler. Er geht auch immer auf Erkundung hier, der Händler. Wir brauchen nicht mehr den Wooden Hammer. Wir brauchen... Oh, wir haben eine Torch hier extra rumliegen. Hoppla. Dann brauchen wir nicht mehr dich und wir brauchen nicht mehr dich. Mudblock brauchen wir auch nicht. Clayblock brauchen wir auch nicht. Oh, Amethyst. Dich brauche ich. So viel Dreck dabei. Machen wir mal dich weg. 250 Cobweb. No value. Wie jetzt? Kann man nicht mehr verkaufen. Stone haben wir auch schon so viel. Obwohl, da können wir so Statuen draus machen. Das heben wir uns mal auf. Du kommst weg. Oh! Okay, ich denke, das reicht auch. Die, Bitch. Okay. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Und ihr könnt mir ja ein kleines Feedback da lassen. Findet ihr das mit den längeren Episoden gut oder schlecht? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch wie immer gerne einen Daumen nach oben machen oder mir auch was Schönes schreiben. Ich freue mich immer. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei Terraria. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.